Leute, schön, dass ihr alle wieder dabei seid und seid grüßlich geherzt hier im 13. Teil meines Eurotruck Simulator 2 Let's Play. Moment mal, so jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen hier zurechtfinden. Ja, genau, hier sind wir aktuell. Es läuft ja, also ja, eher schlecht als recht. Ich befinde mich jetzt hier irgendwo in der französischen Pampa. Und bin jetzt auf dem Weg nach Straßburg. Von da nehme ich irgendwas mit. Dann muss ich so einen Krempel wieder aufladen. Auf Paletten. Und dann geht das Ganze, ich meine... wo geht das hin? Nach Amsterdam? Rotterdam? Irgendwo dahin? Moment, was steht denn hier oben überhaupt? Moment. Ach ja, da steht noch gar nichts, weil ich habe noch nichts angenommen. Na, auf jeden Fall. Es ist so... irgendwas Tolles wartet dort auf mich. Was genau, weiß ich jetzt noch nicht, aber es soll gutes Geld geben. Das sehen wir dann gleich, sobald ich in Dingens bin, ne? Straßburg. So, da ist irgendwas passiert. Jetzt muss ich ein bisschen langsamer fahren, weil ich weiß nicht, ob die Polizei auch da ist. Ne? Oh ja, ist auch da. Ui, da hat sich jemand überschlagen. Hilfe. Furchtbar. Ah, Stuttgart. Da geht es nach Stuttgart, aber da muss ich jetzt nicht hin. Ich muss jetzt, ja, weiterfahren. Noch 139 Kilometer, dann bin ich dort endlich bei der Spedition und, ja, lad dann das ganze Krempel ein, ne? Ah, da geht's nach Dion. So, jetzt muss ich anscheinend so ein bisschen wieder auf dem Highway, ne? Auf die Autobahn. Jawohl. Ja, das mag ich ganz gern. Autobahn ist cool. Schön. Chili. Kann man schön ruhig fahren. Oh. Jo, dann fahren wir jetzt mal schön. Ah ja, hier darf man wenigstens 90 Sachen fahren, das ist gut. Das ist sehr gut. Ah ja, jetzt muss ich mich so ein bisschen links halten. Weil jetzt kommt gleich die Gabelung. Da wäre ich zu früh. Ja, aber hier genau, der nächste. Wäre das gewesen. Wow. Ja, geht. Wow. So, ich schätze einfach mal so ein bisschen aus hier. Ah, Moment, ich war so ein bisschen wie ein Henker am Lenker. So, hier ist nur noch 80 erlaubt. So, wo war ich jetzt überall? Ich war jetzt so ein bisschen... Oh nein! Wo sind da die Polizei? Ich sehe sie gar nicht. Wo können die denn sein? Keine Ahnung. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo war ich jetzt? Bei welchem Thema? Ich hab's vergessen. Oh Mann! Ja, senil werde ich auch schon. Furchtbar. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja, was habe ich bis jetzt gesehen? Großartig, ne? So ein bisschen was von Deutschland. Weil ich habe ja auch in Nürnberg, habe ich ja meine Filiale oder meine Hauptgeschäftsstelle eröffnet. Und dann, wo war ich denn überall? So, Kassel habe ich gesehen. München habe ich gesehen. Mannheim. Im Ausland, wo war ich denn da? Ich war so ein bisschen in der Slowakei, Tschechien, ne? Ja, Österreich, genau, das habe ich ja gar nicht vergessen, da war ich ja auch. Ja, und jetzt bin ich in Frankreich unterwegs. Und so kommt man eben um den Globus, ja.
Aber das soll ja noch lange nicht alles gewesen sein. Ich habe ja so wenig gesehen. Ich soll ja angeblich von allen Speditionen nur 2% oder jetzt gerade mal 3%, wenn überhaupt, gesehen haben. Moment, da können wir mal schnell reingucken hier. Was sagt er nochmal hier? Weltkarte. Ja, genau, 2,86% habe ich erst gesehen. Das ist ja nix. Das ist ja schlechter Witz, ne? Entschuldigung, ja, und dann fahren wir jetzt einfach mal weiter. Ja, mit der Fahrerin. Und wir fahren. So, Straßburg. 33 Kilometer noch. Dann bin ich ja gleich da. So, Straßburg. Ja, dann bin ich ja gleich da. Boah, das ist jetzt aber schnell vergangen. Nur noch 10 Kilometer. Das ging ja rucki-zucki hier. Super. Also ich glaube, ich fahre so ein bisschen zu schnell. Ein bisschen wie ein Henker am Lenker, ne? Oh, Leute, lasst mich da raus. Ja, so ist gut, anständig. So, dann müssen wir mal hin hier. Ja, genau, jetzt können wir nochmal nachgucken. Frachtmarkt. Ich habe mir ausgesucht. Nein. Nein, nein. Parma. Ah, da gibt es den guten Schinken. Lecker. Ich liebe Schinken. Rotterdam war das. Genau. Ja, wisst ihr was? Genau, 537 Kilometer und 14.000 Öcken würde ich bekommen. Allerdings, Moment, 400. Das sind 744. Boah. Das ist natürlich weiter, ne? Aber wisst ihr was? Nein, ich fahre jetzt erstmal nach. Oder soll ich so ein bisschen Frankreich unsicher machen? Nee. Ich fahre einfach kreuz und quer, so wie mir das passt. Wer besser bezahlte, den besuche ich. So, nö. Den mache ich, genau. 12 Tonnen, das sind 8 Tonnen. Ja, nehmen wir den mit 12 Tonnen, ist klar. So, fahre zum Verladebereich. Ja gut, dann gucke ich mal. Ich glaube, da komme ich jetzt einmal so rumherum, ne? Normal. Ja, das sieht gut aus. Boah. Ah, ist da was? Das überspringe ich jetzt einfach. So, sehr schön.
Fracht wurde aufgeladen. Ja, das ist schön. Ja, dann würde ich mal sagen, greifen wir es mal an, ne? So, wo muss ich jetzt dahin, ne? Aber ich muss in die Richtung so ein bisschen hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, ja. Ja, da ist frei, da ist fast frei. Oh nein! Bin ich jetzt denn da hängen geblieben, Mensch? Wartet der jetzt oder nicht? Keine Ahnung. Ja, sieht gut aus. Ha, verschwunden! Ha, auch nicht schlecht. Einfach komplett verschwunden von der Bildfläche. Ja, ich sehe gerade eben von der Müdigkeit geht er so ein bisschen. Ich bin irgendwie so auf Hälfte. Uah. Ja, ist schon schön hier in Dingens, ne? Straßburg. So, aber jetzt. Ja. So, jetzt muss ich erstmal nach Reims oder so, glaube ich, ne? Zumindest in die Richtung. Ja, dann fahre ich mal schön weiter nach Reims. Ja, Mannheim, jetzt nicht Mannheim, muss noch ein bisschen warten. So. Jo, dann kann ich jetzt mal so richtig schön losfeuern hier mit 90 km/h. Das ist schön, das gefällt mir in Frankreich, da kann man schön brettern. Dann kann ich jetzt gleich mal Tempomat reinhauen auf der Taste C im Moment. Halt, komm, komm, komm. So. Okay. Tempomat ist drinne. Och nee, was denn hier los? Ach so, Maut. Och Mensch. Kann ich da nicht so ein bisschen irgendwie vorbeifahren, so gratis, ne? Ja, so zum Beispiel, oder wie? Ja, was ist jetzt hier? Komm ich nicht hier? Hallo? Was hat er denn jetzt? Warum lässt er mich denn nicht durch? Mann, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, da müssen die Brummifahrer hin, da wo das leuchtet dann schon, ne? Ja, gut.
Ich glaube, hier kann ich, oder? Ja. Hallo? Ah ja. Bitte Ticket aufbewahren. Ja, klar, mache ich. Oh, lasst mich hier weiter. Ich habe es eilig. Ja, ich sehe gerade eben, mein Brummi hat schon 2736 Kilometer. Das ist, ja, in der kurzen Zeit schon viel. Aber das ist so. Ich fahre ja auch pro Tag über 500 Kilometer, ist ja Wahnsinn, ne? Und da läppert sich das Ganze schon. So, Sprit habe ich auch genug, sehe ich gerade eben, ja. Okay. Nur müde bin ich, aber schlafen gehe ich jetzt noch nicht, weil, ja, ich darf noch fahren, bevor ich Strafe bezahlen muss. Ha. Ja, noch 460 Kilometer kann man gut sagen. Dann bin ich endlich in Rotterdam, ne? Genau. Ja, wie man sieht, es ja, läuft, es rollt. Rollt da so schön gemütlich vor mich hin. Muss zum Glück keine Strafe bis jetzt fürchten, weil ja, es ist ja 90 km/h für Brummis erlaubt, das ist super. Das ist spitze. Nee, was ist jetzt los? Warum ist mein Tempomat ausgegangen? Hallo? Ich hab da auf Tempomat gedrückt. So. Ja, was für ein Dingens. Ach, da ist eine Dusche. Da kann man duschen gehen, glaube ich, oder? Heißt das Symbol da im Navigationssystem? Ich hab doch keine Ahnung, Mensch. Ich habe doch nicht einmal einen LKW-Führerschein. Woher soll ich das alles wissen? Ach so, das heißt Maut jetzt. Und wieder. €34 sind fällig. Ja gut, ich habe eh kein Geld, von daher ist es egal. Dann habe ich wieder ein paar Cent mehr Schulden. Ja, was soll ich machen, Leute? Es ist so. Ah, da ist ja schon die Polizei. Hallo, Polizei. So, noch 408 Kilometer. So, also bald sind wir, glaube ich, in Luxemburg oder in Belgien, glaube ich, ne? Soll ja nicht mehr so lange dauern. Reims, Metz, Luxemburg. Ich glaube nach Luxemburg da. Ja, genau, da müssen wir hin, ne? So, jetzt ist eigentlich allerhöchste Zeit, dass meine Mitarbeiter wieder ein bisschen Geld nach Hause bringen. Ich sehe irgendwie keine Umsätze mehr unten rechts im Navigationsfenster. Und das ist schlecht. Das gefällt mir persönlich gar nicht.
Wie soll ich denn da meine halbe Million Schulden da abbauen, Mensch, wenn keiner was macht? Ist ja furchtbar. Ja, das Ganze läuft so, irgendwie ein bisschen. Ja, Leute, so ist es. Jetzt verlassen wir Francais. Da, hier sind wir schon mal am Grenzübergang. Und jetzt sind wir in Luxemburg, ne? So, aber jetzt, ich hätte mal Bock, so einen richtigen schönen Schwertransport zu machen, aber da gibt's gut Knete. Muss ich nett, ne? Ah ja, stimmt schon, alles gut. Sehr gut. Wow. Boah, jetzt blendet so ein bisschen die Sonne. Hä? Wo befinde ich mich denn jetzt eigentlich, Mensch? Moment mal, das würde mich jetzt mal schon interessieren, Weltkarte. Ja, das ist der Grenzübergang in Luxemburg. Ach so, jetzt bin ich auch schon gleich in Belgien. Ja, Luxemburg ist ja echt voll klein, ne? Ist eigentlich so ein mickrig, total. Ah, ist echt nur so ein kleines Eckchen, das ist Luxemburg. Und, ja, da gehen wir hin. Nach Rotterdam, oder? Ja, Rotterdam, genau, da haben wir das. Wir haben Sandwich-Paneele. Hm, komisch. Ja, da sind wir jetzt hier in Belgien, Leute. Der nächste Grenzübergang. Ah, steht ja Belgien. Ja, noch gute 311 Kilometer. Dann haben wir das Ganze auch geschafft. So, ich mache da mal so ein bisschen hier die Gegend unsicher. War da gleich mal mit 90 durch. So. Reims, Liege. Ich mach mal die Biege nach Liege. So, was muss ich jetzt machen? Liege, Liege, Reims oder Bruxelles? Was steht da Bruxelles? Ah ja, hier Bruxelles. So.
So, aus Milch, Kollege. Ja, das läuft, ne? Jetzt sehe ich gerade eben, mein Müdigkeitsstand ist schon sehr hoch. Also das Bett ist schon sehr blau, wie man sieht hier im Navigationsfeld. Da unten rechts oder ziemlich rechts, ne? Ja, und da zeigt es sich an, dass ich schon sehr blau bin. Dass das Bett schon sehr blau ist und ich müde bin. So. Ich bin noch nicht blau. Und habe ich auch nicht vor, mich blau zu machen, Mensch. Ja, Leute, noch 248 Kilometer. Dann bin ich endlich da. Was ist denn das? Achso, Tankstelle. Ja, jetzt. Jetzt habe ich das kapiert. Wow, wow, wow. Okay, im Navi werden schon die Pfeile irgendwie nach links, glaube ich, gezeigt. Ja, genau, nach Bruxelles. Genau, da fahren wir jetzt hin, schon nach Bruxelles. Ja, was soll das jetzt heißen? Ich muss da durch, Leute. Boah, ziemlich holprig hier das Ganze. Was ist denn hier los? Ach, jetzt weiß ich auch, warum gesperrt. Naja, hilft nichts, da muss ich einfach vorbeifahren. Ach, deswegen. Da ist ein bisschen was ausgelaufen. Passiert. Was denn hier los? Baustelle oder was? Ja. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, ein bisschen müde bin ich jetzt schon ziemlich, wie man sieht, also auf der rechten Seite. Das Bett wird immer blauer. Und irgendwann mal ist es rot und dann ist es gefährlich. Naja, noch 183 Kilometer. Das schaffe ich. Rotterdam, jawohl, da geht's nach Bruxelles, genau, und Rotterdam. Ja, so ist es. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, soll ich hier tanken oder erst in den Niederlanden? Ich weiß es nicht, Leute.
Wisst ihr was? Ich mache hier meinen Kübel voll, fertig. Oh nein, er ist müde. Halt durch, Junge. So, sehr schön. Motor abstellen und ja, dann tanken wir mal durch hier. Ja, ich ballere gleich mal hier so schön voll. Jetzt haben wir insgesamt ja fast 400 Liter. 500? Ja, fast 500 Liter sind reingegangen. Ist ja erwartet, ne? Achso, ja, ich bin fertig. Okay. Und Schulzikowski. Naja, jetzt habe ich schon wieder Schulden, Mensch. Mag das gar nicht. Ich bin ein schlechter Unternehmer, ein sehr, sehr schlechter Spediteur. Ja, so bin ich. Da kann mich mal jemand hier rauslassen, Mensch. Ja, da komme ich doch nie raus. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt einfach mal hier so Standstreifen. Und dann schäle ich irgendwann mal einfach ein und fertig. Macht das so, wie man eigentlich gar nicht machen darf. Ah ja, der bremst hinter mir. Das ist nett. Super. Halte durch, Junge. Nicht ständig gähnen. Das macht mich auch müde. So. Wollen wir weiter? Was? Brüssel? Nee, ich will nach Brüssel. Ich will nach Rotterdam, Mensch. So. Ja, komm, Brüssel. Rotterdam. Wir kommen. Oha. Ja, jetzt ist gut, ne? So. Ich glaube, so passt es von der Einstellung her, oder? So, vielleicht mal ein bisschen. Und so, ja? Ja, so ist gut, schön. So passt das. Mag ich das? Ja, ich würde sagen, es läuft. Ja, gehen, gehen. Den ganzen Tag nur gehen, der Junge, ne? Ein fauler Hund. Ui, was ist denn da passiert? Schon wieder Unfall, oder was? Ja, oder Panne, glaube ich. Oh, oh. Er ist jetzt sehr müde. Dittittitt. Heidewitzka. So, wieder Rotterdam. 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 Gefällt mir. Ich mag Rotterdam. So. Ja, dann gebe ich jetzt mal wieder schön Gas hier. Aber was mache ich jetzt mit meinem Fahrer? Haltet er das noch durch, die 78 Kilometer? Ja, das packst du, komm. Will dich nicht an. Wow. Du machst das, ja? Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt überhaupt? Sind wir immer noch in Belgien oder sind wir schon in den Niederlanden? Wisst ihr, weiter gucke ich jetzt gleich mal. Würde mich einfach mal so interessieren, aus Jux, ne? Weltkarte, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Ach nee, da ist die Grenze anscheinend. Das ist, glaube ich, die Landesgrenze. Ja, genau, dann geht's hier nach Rotterdam. Rotterdam. So. Ja, dann fahren wir schön weiter nach Rotterdam.
Ja, Tatsache, da ist ja die Grenze. So, noch 57 Kilometer. Das muss jetzt durchhalten, der Junge. Jetzt ja, Niederlande, da sind wir. Das ist schön. Komm, jetzt schaffst du. Oh, dann halte ich mich ganz außen. So, noch 40 Kilometer. Komm, das schaffst du, Junge. Komm, 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 das schaffst du. Ja, er hält sich ganz wacker. Ja, nur noch 30 Kilometer. Das ist super. Das hast du gleich geschafft, Mensch. Schön. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit? Ja, das weiß ich doch, aber ich kann jetzt nirgendwo. Ich kann doch nicht auf dem Standstreifen stehen bleiben, Mensch. Leute. Weiß nicht, was ihr euch vorgestellt habt. Ja, es geht. Naja, zum Glück. Ich will es jetzt mal nicht verschreien, weil wir gleich da sind, aber es lief ohne Probleme. Keine Unfälle oder sonst was. So. Rotterdam. Rotterdam. Hier ist der Aufenthalt in Rotterdam. Na gut. So, und jetzt? Ach so, ich soll die nächste rausfahren. Na ja, gut. Richtung Zentrum. So, sehr schön. Und jetzt müssen wir mal da hier. Ah, nein, war jetzt nicht gut. Jetzt ein bisschen doof von mir. Ich habe es verschrien, Leute. Direkt vor der Haustür mache ich noch mal hier so ein bisschen Remi-Demi. Ah, das passt mir gar nicht. Aber was soll ich machen? So. Ja. Wo willst du die Ladung stehen haben? Ja, das mache ich dann selber. Genau. Ja. Fahr das Ding hin. Und gut ist. Ja, einmal muss ich wenden hier. Und jetzt wird mir noch Geld abgezogen. Leute, ich bin doch schon angekommen am Ziel. Moment, wo muss ich jetzt eigentlich da hin, ne? So, jetzt ja. Okay, jetzt checke ich das. Boah, wie mein Fahrer müde geworden ist. Er kennt sich hier gar nicht mehr aus. Dem fallen schon die Pupillen zu, Mensch. So. Er ist müde und ich mache Fehler. Passt super zusammen. Wir sind ein Team, mein Fahrer und ich. So, aber jetzt schaut das gut aus. Jawohl. Nee, wird das nix. Aber jetzt könnte das werden.
Aber jetzt. Jawohl, okay, endlich absatteln, fertig. Ah, endlich geschafft. Was? Was willst du? So, und jetzt hier, was stimmt da nicht? Ich check das nicht, was will der jetzt von mir? Oh, jetzt ja, okay. Ach so, jetzt habe ich gecheckt, okay. Drücken Sie die Taste, um abzuladen, okay. Ausgezeichnet, super. Hey, das ist toll. Und bam. Jawohl, ich bin wieder aufgestiegen, Leute. Ich bin jetzt im Level 7. Immer noch enthusiastisch unterwegs, aber sonst passt das alles. Super. So, fahren wir mal fort. Was sagt er jetzt? Ah, ich kann mir was aussuchen. Boah, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich nochmal Fernfracht oder nehme ich zerbrechliche Fracht oder so ein bisschen was Explosives? Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mal so ein bisschen hier einen auf Fernfracht. So, okay, wunderbar. Ich habe mich gepimpt, Leute. Ah, ich habe Post bekommen. Kontobeziehung ausgeglichen. Ah, sehr geehrter Kunde, Ihr Konto wurde ausgeglichen. Wir sind gerne bereit, Ihnen in Zukunft zu helfen, sollten Sie unsere Unterstützung benötigen. Ja, wunderbar. Apropos Unterstützung, da guckt man jetzt doch gerade mal, was er so spricht. Ich kann mir... Nee, das hilft mir ja nichts. Das ist zu wenig, um einen neuen LKW zu kaufen. Ich habe ja insgesamt 3. Einen fahre ich ja selber und einen Auflieger habe ich. Ah, Leute, ist alles nicht so einfach. Man sagt die Weltkarte jetzt momentan. Ja, ich befinde mich jetzt nach wie vor in Rotterdam. Oder Rotterdam, genau. Rotterdam. Und ja, gesehen habe ich jetzt 3,45%. Das ist nix. Ja, wie man sieht, ja, da kann man sogar nach Russland so ein bisschen reinfahren. So ein bisschen hier Finnland und so. Da Helsinki, ne? Ja, kennt ihr ja den Sonnenuntergang auf Finnisch. Helsinki. Ich weiß, ein doofer Witz. Und ewig alt, ich weiß, aber trotzdem, den konnte ich mir jetzt einfach nicht verkneifen. Ja gut, Leute, wir sind jetzt momentan am Ende angekommen für die heutige Episode. Ja, wenn ihr wollt, dürft ihr mich natürlich liebend gerne abonnieren. Das heißt auch, ja, schön Glöckchen drücken. Dann werdet ihr auch immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Ja? Okay, super. Dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, wir fahren von Rotterdam weiter nach irgendwo hin. Wohin weiß ich nicht. Werden wir dann sehen. Ja gut, Leute, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt, auch bitte den Bauchnabel waschen. Ja, gut, danke. Bis bald. Tschö, Papa.